Moin Leute, Tom ist am Start. Heute mit einem neuen Itemshop-Video. Aber bevor das Video anfängt, möchte ich wie mal jemanden grüßen. Und zwar ist es heute, bist der Beste. Grüße gehen raus an dich. Eigentlich hätte ich noch jemand anderes gegrüßt, aber da er irgendwie so einen komischen Namen gehabt hat. Bitte, bist der Beste gegrüßt. Grüße gehen raus an dich. Und wenn du auch gegrüßt werden willst, einfach Hashtag Tom grüß mich in die Kommentare reinschreiben und reinschreiben, warum ich dich grüßen soll. Und dann sage ich jetzt mal, fangen wir an mit dem Itemshop vom 31. März. Und ich bin sehr gespannt. Let's go! Oha! Nein! Nein! Einfach neue Skin. Nein! Ey, wie süß! Okay, Dummy ist... Okay, einfach einhändig. Oh, nee. Okay, die sind auf jeden Fall noch hier zurück und das neue Starterpaket für diese Season ist auch noch da. Okay, dann sage ich jetzt mal, fangen wir an mit den Meisterlampen. Oh ne, ich schau mich einfach mal in die Augen. Och Leute, in drei verschiedenen Stilen, einmal so und einmal so. Oh ne, der sieht eigentlich süß aus, aber andererseits auch ein bisschen kacke, bin ich ehrlich. Also lustig und siehst du gleich. Dann das Bett bin ich auch nochmal in zwei verschiedenen Stilen. Einmal so und einmal so. Dazu noch die Pickaxe. Kandelaber Dreizack. Noch ein Dreizack, alles klar. Okay, dann ist zurück die Aura. Die ist zurück nach 31 Tagen. Mit zwei verschiedenen Stilen. Einmal so und einmal so. Mit dem männlichen Skin ebenfalls mit zwei verschiedenen Stilen. So, dazu den Diamantschädel Spitzhacke. Dazu das Rückenaccessoire Beutel. Alles klar. Beutelbeutel heißt das. Beutelbeutel. Alles zurück nach 31 Tagen. Und das Blinkbeutel Rückenaccessoire. Mit den Shadowzeichen auf dem Rücken. Ebenfalls mit 200 V-Bucks. So. Der Raptor Skin. Der ist zurück nach 33 Tagen aus Season 1. Das war einer der ersten Skins, die es jemals gab. Ebenfalls mit zwei verschiedenen Stilen. Einmal so und einmal so. Dazu die weibliche Variante. Die Velocity. Ebenfalls in zwei verschiedenen. In ein verschiedenen Stilen. Alles klar. Und dazu das Backbling aus Season 9. Und die ist auch aus Season 1. So, der Sturmbomber Hängleiter. Der ist ja nice. Vor allem der Sound, hört euch den mal an. So wie ein richtiges Flugzeug. Das finde ich richtig nice. Der ist zurück nach 33 Tagen. Dazu die Party-Löwe-Spitzhacke. Der Dummy-Skin. Der Dummy-Skin hat zwei verschiedene Ziele. Einmal so und einmal so. Ist so nach 30 Tagen. Dazu die Schädelschläger-Spitzhacke, ebenfalls in zwei verschiedenen Stilen. Und die Crash-Test-Lackierung. Und an der Stelle würde mich sehr freuen, wenn ihr auf Unterstütze einen Creator den Creator-Code Spielexperte eingeben würdet. Würde mich sehr freuen, denn es haben bisher schon echt viele den Code eingetragen. Würde mich sehr freuen. Und ja, einfach auf Annehmen drücken. S-P-I-E-L-E-X-P-E-R-T-E und dann auf Viereck annehmen. Würde mich sehr freuen. Und ja, und sehr unterstützen. So, dann gehen wir weiter mit den Flower Skin und dem Backbling. Drei verschiedene Stile, das Backbling. Einmal so und einmal so. Ist so nach 22 Tagen. Dazu der Werge-Skin. Der Werge-Skin. Oder ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ist zurück nach 39 Tagen. Dazu der krasse... Wieso sage ich immer dazu? Der krasse Spalter. Die krasse Spalter-Spitzhacke. Einfach einhändig. Ja, schade. Ey, Leute. Es wurde so gesagt, dass er nie mehr reinkommen soll nach dem Live-Event. Und jetzt, wo ich das hier sehe, 15 Mal im Shop gekommen seitdem. Wo ich das einfach sehe, denke ich mir einfach nur so... Was wollte Fortnite da machen? Und der Wackel-Emote. Nach 58 Tagen zurück. Und der Rülpser-Skin aus diesen X.
Okay, dann ist ja auch noch hier Freaky Frühling, also die Osterskins. Halt die neue Spitzhacke hier von. Ach, die ist nun mal neu. Auf jeden Fall ist die Stella, die habe ich mir schon vor 2 Jahren gekauft. Nee, vor 1 Jahr. Da habe ich. Könnt ihr, wenn euch langweilig ist, könnt ihr ja mal gern das Video oder mein Livestream, wo ich die mal gespielt habe, und dann mal reinschreiben, wann das war. Und dazu noch der Hoppelhase Hans. Wow. Und ja, dann sage ich jetzt mal, das war's vom Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ja, würde mich sehr über ein Like und Abo freuen. Und vergesst nicht, den Creator-Code Spielexperte im Itemshop einzutragen. Vielen Dank an jeden. Und ja, dann sage ich jetzt mal, haut rein. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Und schreibt mal rein, wie ihr die neuen Skin findet. Ciao, Leute.